Servus, ich grüße euch aus meinem Keller. Wie angekündigt, neues Video, ein paar Sachen. Und zwar einmal den momentan laufenden Lichtausbau bei meiner Baureihe 212. Ja, da war ich auf einem ganz guten Weg. Decoder eingebaut, Lokpilot, funktioniert. Der restliche Umbau, das Durchbohren von den roten Scheinwerfern ging auch einigermaßen. War dann soweit durch und dann, die eine Lichtplatine, die hat anscheinend einen kleinen Defekt. Da gehen die weißen Lichter nicht. Kann passieren. Ist halt jetzt irgendwie ein bisschen, mit dem Hin- und Hergeschicke. Vergeht wieder Wochen, bis ich da weitermachen kann. Ja, aber das wird schon. Muss zwar noch kleine Probleme lösen, also die Lichter scheinen noch durch, die unteren Scheinwerfer, da muss man noch was einfallen lassen. Und die Lichtleiter in den Originalbohrungen, die habe ich zwar geklebt, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, ist immer verhutscht, da muss ich nochmal irgendwie nacharbeiten. Aber ich denke, wahrscheinlich nächstes Wochenende oder so werde ich das, die Platine wieder zurück haben und dann kann ich das fertig machen. Dann, ja, die 151er Fleischmann. Ich habe sie ja bei Kleinanzeigen reingesetzt gehabt. Waren zwar auch einige Besucher drauf, waren auch einige haben es irgendwie markiert, aber keine Anfrage. Ich habe jetzt YouTuber, der mir da sehr viel über den Umbau von Fleischmann-Loks erzählt hat, habe mir gedacht, ich probiere es aus. Also weil, so wie es eben aussieht oder aussah, brauche ich keinen neuen Motor nicht unbedingt. Und das Motorschild muss ich auch nicht tauschen, das ist anscheinend schon isoliert. Und dann habe ich mich da heute Nachmittag mal ein bisschen hingesetzt und ein bisschen probiert. Das zeige ich euch dann aber gleich. Und natürlich wollte ich auch einen kleinen Vergleich machen. Das machen wir jetzt auch dann im Anschluss und dazu wünsche ich euch viel Spaß. So. Da haben wir das gute Stück. Und dann gibt es mal zum Vergleich eine 151er von Märklin. Und zwar ist es die 37431. Ist also von der Bauzeit, Produktionszeit etwas jünger als die Fleischmann. Ich habe die beiden jetzt einmal optisch verglichen. Also haben zwar unterschiedliche Farben, Lackierungen, aber ich muss sagen, beide Loks haben wirklich ihre Stärken und weniger Stärken. Von der Detaillierung her, was mir bei der Märklin-Lok, muss ich sagen, sehr gut gefällt, sind natürlich die Märklin-typisch angesetzten Griffstangen. Ne? Dann, was ich auch sehr schön finde, ist hier zum Beispiel dieser schwarze Gummirahmen um diese Mittelfenster. Das sieht toll aus. Dachgarten ist bunt. Ja, passt. Scheinwerfer sind angedeutet. Alles soweit okay. Wenn ich jetzt die Fleischmann nehme, da sind halt zum Beispiel die Griffstange nur angespritzt und lackiert. Hat zwar hier auch einen leichten Rand um die Fenster, aber es kommt halt nicht so raus durch die helle Lackierung und das dunkle Innenleben.
dem Dachgarten finde ich von der Fleischmann-Lok persönlich etwas eleganter. Machen wir es mal im Vergleich. Mal gucken. War hier zum Beispiel diese rote Leitung. Die wirkt hier doch sehr, sehr dick. Ja. Während das bei Fleischmann halt einfach nur ein dünner Draht ist und dadurch einfach lockerer wirkt. Ja, ansonsten, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, die Loks unterscheiden. Von der Konstruktion her, muss ich sagen, sind sie beide ja ähnlich. Ne? Bei beiden Loks wird das Gehäuse hier an dieser Kante abgenommen. Ist aber bei Fleischmann schöner gelöst, weil ich nämlich die Rastnasen, mit denen das Ding eingeklipst ist, ich weiß nicht, ob man es mal kurz die Nadel nehmen, ob man sieht, die sind das Graue. Das ist die Rastnase. Da komme ich hin, die sehe ich, die kann ich mit dem Schraubenzieher gut aufmachen. Bei Märklin sind die Rastnasen hier direkt unterhalb der Eingangstür. Problem ist, ich habe hier vom Lokkasten hier unten einen Absatz. Ich sehe die Rastnase nicht. Ich sehe sie nicht und ich komme auch nicht ran. Das heißt, man muss eigentlich irgendwie so drücken, drücken, drücken und irgendwie hin und her notteln und hoffen, dass es irgendwann rausgeht. Das ist nicht so schön gelöst bei der Märklin. So, aber insgesamt beides sehr schöne Loks. Ja, die ist etwas schwerer, die wiegt knapp 500 Gramm. Drei Achsen angetrieben, jeweils die vordere und die hintere mit Haftreifen, also vier mit Haftreifen. Ist okay. Fleischmann auch drei Achsen angetrieben. Hier sind aber alle drei angetriebenen Achsen mit Haftreifen, also sechs Haftreifen. Dafür wiegt die Lok, also jetzt momentan wiegt sie 300 Gramm. Ich habe sie ja entkernt sozusagen. Na, also hier ist der Umschalter rausgeflogen mitsamt diesem komischen Blech. Die Verteilerplatine, die wiegt nicht viel. Kleinkram, der jetzt weg ist. Also es waren ungefähr 380 Gramm. Ja, wie gesagt, ich habe die Lok entkernt. Ich habe es heute mal probiert. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe alles raus, auch die Beleuchtung. Ich habe jetzt provisorisch einfach mal, naja, also erstmal habe ich das Motordrehgestell ausgebaut und soweit sauber gemacht alles, die Kohlen kontrolliert und habe es analog probiert mit der Batterie, lief. Dann habe ich ja, die Anschlüsse für Motor und Strom einfach mal mit Vago-Klemmen mit einem Decoder angemacht. Ich habe noch einen Märklin-Decoder rumfliegen gehabt. Und siehe da, sie läuft. Und sie läuft ziemlich schön. Also, das ist ein uralter dreipoliger Rundmotor. Ja, die läuft fantastisch. Und muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es die ja auch ein Getriebe drin hat mit Zahnrädern, die läuft sehr ruhig. Ja, also, ja, was soll ich sagen, ne? Wenn ich jetzt einmal das Bastelmaterial, irgendeinen überflüssigen Decoder, nicht einrechne, 20 Euro für eine digitale 151er, ich glaube, da kann man nicht meckern. Und ich bin ganz ehrlich froh, sorry Thomas, ich schätze deine Meinung sehr, aber ich bin froh, dass ich diesmal nicht auf dich gehört habe und die Lok zurückgeschickt habe an den Verkäufer. Denn ich glaube, also so ein Schnäppchen, das macht man nicht oft. Na, jetzt muss ich halt nur noch gucken, dass ich die Beleuchtung irgendwie wieder hinkriege. Am besten mit LEDs. Und ja, der Schleifer muss ich nur irgendwie, der macht noch Probleme. Wie man sieht, der hängt hier vorne ein bisschen runter. Und ich habe das Problem, dass sie an einigen Weichen mit dem Schleifer hängen bleibt. Und dann zack, rausfliegt.
Da muss ich nochmal am Schleifer wegen rumbiegen oder mir einen anderen Schleifer besorgen. Aber wie gesagt, ne? Anderes Problem, was ich noch bemerkt habe bei der Testfahrt, jetzt muss ich nochmal gucken, wie es im Vergleich, im direkten Vergleich ausschaut mit den Pandos. Na, komm raus. Mag er nicht. Die Fleischmann-Pantos sind sehr steil. Na, das ist wieder der Vorführeffekt. Ne, die sind jetzt fast, na, wobei, die sind gleich hoch. Ich habe ja hinten unterhalb meines zweiten Wendekreises, habe ich ja diese Metallschiene als Stütze eingebaut. Und ich hatte mit keiner E-Lok bisher ein Problem, drunter durchzufahren. Es ist knapp, aber es ging immer. Die ist bei der Fahrt einfach mit dem Pantographen hängen blieben. Aber nicht, dass er weggebogen hat, sondern ist hängen blieben und rausgeflogen aus den Gleisen. Ja, muss ich mal, da muss ich bei Zeiten nochmal irgendeine Schiene drunter machen an dieses Metallstück. So eine Einführschiene, dass die Pandos da einfach sanft runtergedrückt werden. Ich werde jetzt keinen Steigungstest oder so machen. Das hebe ich mir für später auf. Aber ich werde euch jetzt trotzdem mal kurz meine 20 Euro Digital-Lok vorführen. So, da steht sie jetzt. Also sie ruckelt im unteren Bereich, ruckelt es ein bisschen. Vor allem in die Fahrtrichtung. In die andere geht es besser. Aber ich bin überrascht. Bin überrascht, wie gut diese Lok fährt. Also wirklich. Das hätte ich nie gedacht, dass eine Lok mit so einem alten Motor so gut fährt. Also wie gesagt, das Problem sind die Weichen. Jetzt schauen wir mal. Ob ich sie... So, also hier an der Drei-Wege-Weiche, an der Bogenweiche, da war es. Und an der Drei-Wege-Weiche bei der Einfahrt, da ist sie. Man muss aufpassen, dass wir wieder einen kurzen produzieren. Ja, jetzt ist sie einfach hängen geblieben. Der Schleifer bleibt einfach hängen und blockiert. Also da ist irgendwas mit dem Schleifer, ist da absolut nicht in Ordnung. Jetzt drehe ich sie mal um. Lass mal sie mal andersrum reinfahren. So. Mal rückseitig reinfahren lassen. Also Schleifer von hinten. Da hatte ich aber auch das Problem, dass er rausspringt. Also wie gesagt, vorwärts, Schleifer voraus. Bleibt da einfach hängen und produziert einen Kurzschluss. Schleifer von hinten. No, jetzt ist durchgefahren. Jetzt ist durchgefahren. Das ist das erste Mal. Mal nochmal. Ein bisschen flotter. Fährt es durch. Okay, dann ist das Problem im Schleifer nach hinten. Lass mal andersrum fahren. Also auch vom Fahrgeräusch muss ich sagen, ist das echt top.
Die Haftreifen muss ich nur tauschen. Also trotz 6 Haftreifen merkt man natürlich hier auf der Steigung schon, dass sie ein bisschen arbeitet. Ja? Hier wird es jetzt kurzzeitig ein bisschen langsamer. So, und jetzt mache ich, dann würde ich da nochmal ganz kurz einfach nur mal zum Vergleich die andere fahren lassen, die Märklin. Das haben wir so ein bisschen so ein, ja, weil ich finde nämlich, dass die etwas lauter ist vom Fahrgeräusch. Ja, die ist um einiges lauter. Als die Fleischmann. Ja, ich meine, dass die alten Motoren mit dem Getriebe natürlich ein gewisses Geräusch haben. Aber dass es bei der Fleischmann anscheinend nicht der Fall ist. Oder nicht in dem Maß. Die fährt ja echt wirklich ziemlich leise. Ne? Das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin da total begeistert. Hier nochmal eine kurze Nahaufnahme von einer 20 Euro Digital-Lok. So, ja, und das war's jetzt eigentlich aber auch schon. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der Neid ist nicht zu groß, aber man muss auch mal Glück haben. Ich bin jetzt guter Dinge, dass ich den Rest auch noch hinkriege. Dahin steht ja die. Nee, das ist die Rocco. Da steht die andere. Hier zerlegt, zerrupft. Die kommt auch noch dran. Und. Schönes Stückchen. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne kommentieren, liken und auch abonnieren, wie immer. Bis demnächst. Servus.